benutzt Worte als Waffen. Aber Worte können dich jetzt nicht mehr retten. Oh, ich habe andere Waffen. Willkommen zu Let's Play StarCraft 2 im Herzen des Schwarms. Die Ereignisse spitzen sich dramatisch zu. Wir kommen dem Finale von Heart of the Swarm immer näher und näher. Und jetzt kommt die vorletzte Mission vor dem großen Showdown. Wir haben gerade die Oberfläche des Liga-Außenpostens auf Korall komplett in Schutt und Asche gelegt. Und jetzt betreten wir den Palast von Arcturus Mengsk. Und ich bin gespannt, was da passieren wird. Werden wir Mengsk da schon treffen? Nein, wahrscheinlich erst in der letzten Mission. Aber werden wir Rayner auch nochmal wiedersehen? Er hat ja nur noch 2 Missionen Zeit, um sich blicken zu lassen. Das werden wir rausfinden. Ich will gar nicht lang drumherum reden, sondern wir gehen auch direkt in die Mission, beziehungsweise schauen vorher mal noch, was unsere netten Kameraden im Leviathan so zu erzählen haben. Deine Rache ist beinahe vollkommen. Nichts kann sie aufhalten. Unterschätze Mengsk nicht. Er ist bei weitem der gerissenste Gegner, mit dem wir es je zu tun hatten. Falls ich getötet werde, musst du Korhal mit dem Schwarm verlassen. Fliehen? Das ist nicht die Art der Zerg. Und doch will ich es so. Du wirst meinem Befehl gehorchen und dich mit dem Schwarm auf die Suche nach unserem wahren Feind machen. Finde Amon und vernichte ihn, bevor er den Schwarm erneut versklaven kann. Das werde ich tun. Okay, also Kerrigan ist auch darauf gefasst, davor gefeit auf das, was von Mengs noch kommen wird. Gucken wir mal, was Dukov noch zu erzählen hat. Hier stehst du nun vor der Haustür des Gegners. Das Ende ist nah. Ich denke, so einfach wird es nicht werden. Mit Arcturus ist es das nie. Er erwägt immer alle Möglichkeiten. Er weiß, wohin du gehen wirst, bevor du es tust. Aber du warst Teil so vieler seiner Pläne als Komplize oder Opfer. Den einen oder anderen Trick hast du dir sicher abgeschaut, oder? In der Tat. Wir werden bald sehen, ob ich eine gute Schülerin war. Wir hätten schon so oft scheitern können. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Oberfläche erreichen würden. Aber wir haben es geschafft. Du hast uns zu großer Macht geführt. Aber wenn dein Rachefeldzug beendet ist, wirst du uns dann verlassen? Ich bin eins mit dem Schwarm, Isha. Falls wir diese Schlacht überleben, stehen uns noch viel größere bevor. Wir werden uns ihnen gemeinsam stellen. Zagara? Ich habe mehr von den Terranern gesehen, als jemals zuvor. In gewisser Weise tun sie mir leid. Wieso das? Sie haben ihre Nationen und ihre Clans. Doch im Inneren ist jeder von ihnen allein. Ich wünschte, ich könnte ihnen helfen, indem ich ihre Essenz in den Schwarm übertrage und sie dann töte. Wow, das wäre natürlich das wäre die Lösung für die Menschheit, Mensch. Da würdest du den Menschen richtig mithelfen, Zagara. Also, dass da noch niemand vorher drauf gekommen ist. Klar, das wäre die Lösung für uns Menschen. Die Terraner ahnen nicht, dass du an meiner Seite kämpfst. Sie wissen nichts von dem Urzerg. Wir werden ihre Essenzen sammeln. Du wirst sie überraschen. Sie haben unsere psionische Verbindung schon immer gegen uns eingesetzt. Die Urzerg haben diese Verbindung nicht. Die Urzerg brauchen sie nicht. Exakt. So, Mengs Palast. Du sitzt in dem Palast wie eine Spinne in der Mitte ihres Netzes. Doch dein Netz zerreißt, Mengsk. So sieht's aus. So, wir werden einmal noch, also Apokalypse ist schon in manchen Situationen auf jeden Fall noch geiler als der Leviathan, weil man damit alles platt machen kann. Wenn viele Gegner da sind, ist das natürlich die ultimative Atombombe.
Aber wir werden trotzdem nochmal Brutkapsel nehmen. Ich nehme stark an, dass es die schwächste der drei Fähigkeiten ist. Aber wir möchten ja auch, ich möchte ja auch alle Fähigkeiten in dem Let's Play gezeigt werden, gezeigt haben. Wenn wir deswegen die Mission nicht schaffen, seid also ihr schuld. Hier lassen wir mal Raserei. Das lassen wir, behalten wir auch alles mal bei so. Berstlinge. Ja, können wir selber eigentlich auch machen. Heilen ist gut, ist gut, ist gut. Alles lassen wir so. Ich meine, Zergling Wiedergeburt wird sich in der Hinsicht lohnen, weil wir so viele Zerglinge ausbilden, wenn wir zu wenig Gas haben. Aber wenn wir dafür die Zergling Wiedergeburt nehmen, kriegen wir noch weniger Gas. Also das ist... Naja. Gehen wir nochmal in die Evolutionsgrube rein. So, wir haben eine allerletzte Evolutionsmission. Ultraliskengattung bereit für Anpassung. Labor der Liga auf Korhal entdeckt. Experimentieren an Ultralisken. Kann Forschung gegen sie verwenden. So, entweder Toxilisk, netter Name. Schwere Nahkampfeinheit setzt giftige Explosionen frei, die gegnerische Bodeneinheiten Schaden zufügen. Okay. Oder den Toraske, oder wie man den auch aussprechen mag, hüllt sich bei ihrem Tod in einen Kokon ein und wird nach kurzer Zeit wiederbelebt. Hammer. Xenoforschungslabor der Liga. Metis. Zerg im Inneren. Kann übernehmen. Kann nutzen. Minsk will uns definitiv von ihr fernhalten. Aber wir können seine eigenen Versuchsobjekte gegen ihn verwenden. Ein Ultralisk? Mit dem kann ich eine Menge anrichten. Ultralisk, hörst du mich? Reiß dich los! Kämpf dich zur Tür durch! Töte alles, was dir im Weg steht! Fragt man sich, warum man sie nicht schon vorher losgerissen hat. Was geht da drin vor? Jetzt wäre es vielleicht cooler gewesen, wir hätten da die andere Fähigkeit ausgewählt, dass er sich ranrollen kann. Achso, gut, die Fähigkeit wirkt hier sowieso nicht, weil diese Klingen, die wir ausgewählt haben, die wirkt hier auch nicht. Freigesetzt. Großes Potenzial. Integriere in Ultralisken-Sequenz. Okay, das sind die blauen. Toxilisk. Setzt giftige Explosion frei. Fügt Feinden im Zielbereich Schaden zu. Wundert mich zwar, dass die toxinischen nicht die grünen sind, sondern die blauen. Die blauen würden unseren Schwarm ja wieder komplettieren, aber es ist eh voll egal. Wir haben ganz oft die blauen nicht genommen. Das ist eine Giftexplosion. Ach, das machen die automatisch. Automatisch. Was habe ich denn heute für Sprachfehler? Das gibt's ja gar nicht. Okay, Angriff. Das macht sie natürlich schon noch mal deutlich krasser, hey. Oh. Was macht ihr da? Schießt endlich! Schon ziemlich geil, muss schon sagen. Von Augustgrad, Militärkaserne, Versorgungszentrum. Anlage muss zerstört werden. Experimentelle Nuklearwaffen im Inneren.
Diese Brücke wird von Liga-Truppen bewacht. Rückt vor, sichert den Zugang. Oh. Minen. Ultralisken! Feuert den Sprengkopf ab. Sofort. Sir, der ist noch in der Testphase. Wir haben keine Ahnung, was passieren wird. Feuern Sie den verdammten Sprengkopf ab! Sofort! Tja. So ein Pech. Wenn es vorher nicht laut ansagen würde, könnte so ein Plan ja auch klappen. Analysiere Schaden. Radioaktive Verbindung infiziert Ultralisk. Mach was draus. Integriere in verkümmerten Evolutionspfad. Ach, die sind jetzt auch blau. Nein, das sind die blauen. Ach, geil. Thoraske. Regeneriert totes Gewebe. Belebt Kreatur wieder. Die sehen auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil aus. Nicht nachlassen. Wir greifen weiter an. Das ist der, da hinten auf dem Plakat drauf ist, glaube ich. Oh, so eine Atombombe oder was war das? Die wollen, dass die sterben natürlich. Damit man das demonstrieren kann. Aber vielleicht schaffe ich das, dass sie nicht sterben. Vernichtet sie ein für alle Mal. Steht Kokon, wird unmittelbar wiederbelebt. Hab's doch nicht geschafft, schade. Boah, aber wie schnell die wiederbelebt werden. Er steht wieder auf. Das darf doch nicht wahr sein. Boah, die können dann wieder und wieder. Wenn die jetzt innerhalb von einer Minute nicht sterben, dann werden die wiederbelebt. Boah, krass. Das ist schon sehr, sehr mächtig. Auf jeden Fall, allein schon dadurch, dass in den Missionen es so ist, dass das Gas totale Mangelware ist. Man spart dadurch einfach eine Menge Ressourcen. Dann geht es jetzt eigentlich weiter. Worum geht es jetzt eigentlich? Ach so. Noch ein Sprengkopf. Kannst du so oft sprengen, wie du willst. Ich werde diese Stadt zu einer verstrahlten Ruine machen, wenn es sein muss. Noch ein Sprengkopf! Immer sehr menschenfreundlich, der Arcturus. Zusätzliche Ultralisken bereit. Hoho! Jetzt. Als hätte ich nicht schon genug gehabt. So imbar einfach. Im Prinzip können die so gut wie gar nicht sterben, es sei denn, sie werden halt getötet, während wenn das noch nicht bereit ist. Oder vielleicht können auch die Kokons zerstört werden, das kann natürlich auch sein. Aber das ist schon sehr übermächtig. Anlage zerstört. Waffenexperimente nicht länger möglich. Muss Ultralisken-Sequenz vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Sequenzen bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Okay, das Toxinische ist eine wirklich nette und coole Idee. Was vor allem halt auch bei so Marines und so ziemlich gut wirkt.
Aber das ist schon mehr übermächtig. Das ist schon sehr, sehr imbar, dass die dann wieder und wieder kommen können. Vor allem bei dem Gasmangel, den wir in der Kampagne immer haben. Ich nehme auf jeden Fall den. Evolution abgeschlossen. Außerdem sieht er besser aus. So, sollen wir jetzt mal das... Wenn die jetzt auch noch Leben regenerieren... Oh. Wenn ich jetzt eine ganze Armee Ultralisken baue, was nehme ich denn dann? Also das ist schon irgendwie cool. Die machen halt einfach alles platt. Wenn die jetzt aber auch noch regenerieren... Oh. Ich nehme jetzt mal das Regenerative. Okay, sehr, sehr geil. Die Boten sind bereit, meine Königin. Die Invasion von Augustgrad beginnt auf deinen Befehl. Und ich gebe den Befehl in 3, 2, 1, infiltrieren! Wieso infiltrieren? Überrennen, wir sind die Zerg. Kerrigan, sieh, was du getan hast. Tausende tot und nur wegen deinem Rachefeldzug. Ihr Blut klebt an deinen Händen, Arcturus. Du hast das alles verursacht. Ja, ich habe schreckliche Dinge getan. Und ich würde es wieder tun, um die Menschheit vor Monstern wie dir zu bewahren. Du benutzt Worte als Waffen, aber Worte können dich jetzt nicht mehr retten. Oh, ich habe andere Waffen. Ich wollte nur Lebewohl sagen, Kerrigan. Unsere vorgelagerten Boten werden ausgelöscht. Die Terraner setzen einen Psi-Zerstörer ein. Er verletzt unsere Gedankenverbindung und reißt uns von innen heraus auseinander. Das Feld wird jeden Zerg, der es betritt, schnell töten. Verstanden. Hört mir zu, ihr alle. Die Liga wird uns jeden Moment angreifen. Eine Ablenkung, um zu verhindern, dass wir uns um den Psi-Zerstörer kümmern. Ja, und wir werden sie glauben lassen, dass wir abgelenkt sind. Zagara, dir untersteht der Schwarm. Halte die Mitte. Stukov, decke ihre Flanken. Und Dehaka, dein Moment ist gekommen. Dieser Apparat nutzt eure psionische Verbindung aus. Aber ich habe keine psionische Verbindung. Ich brauche sie nicht. Genau. Mach dein Rudel bereit. Klingt doch nach einer spaßigen Mission. Schauen wir mal, was dein Psi-Zerstörer drauf hat, Mengs. Oh. Der Schwarm wird auseinandergerissen werden. Wir müssen das Feld ausschalten. Dehaka, das ist der Zentralverteiler des Psi-Zerstörers. Wir werden ihn deaktivieren. Für immer. Der Psi-Zerstörer erweitert mit Energiezentralen seine Reichweite. Wenn du sie ausschaltest, wird das Feld vorübergehend deaktiviert. Für mich stellt dieses Feld keine Gefahr dar. Ich werde die Energiezentrale zerstören. Sobald das Feld deaktiviert ist, werde ich mit dem Schwarm ihre Verteidigung auseinandernehmen. Dann ist es an der Zeit zu handeln. So machen wir's. Was ist das für eine Kreatur? Es sieht richtig geil aus, die Kampfanimation, wie der zuhaut. Ich gehe. Essenz fließt. Ich, eine terranische Maschine, verbirgt sich über mir. Ich werde sie zerstören. Schon passiert. Ich folge. Zack! Hier? Das ist unmöglich. Das kann er halt auch noch. Schon geil, der DHK. Essenz
Ich muss weiter mein Rudel versammeln. Wir werden zurückkehren, um die nächste Energiezentrale zu zerstören. Das Zerstörerfeld ist deaktiviert. Bereitet einen Schwarmcluster auf den Kampf vor. Der Psi-Zerstörer leitet Energie um. Das Feld wird bald wieder aktiviert werden. Halte mich über den Fortschritt auf dem Laufenden, Isha. Ich kümmere mich in der Zwischenzeit um die Liga. Wieder aus so einer kleinen Kapsel so eine große Putzstätte einfach rausploppt. Naja, gut. Wow. Da haben wir einiges vor. Überall rot auf der Karte. Auf jeden Fall schon mit Gasabbau anfangen. Oh, komm zurück. Ich muss mal nur ganz kurz hier... ist die Musik auf einmal lauter als die Sprachausgabe. Das war sonst noch nie so. In der Mission scheint es so zu sein. Musik. Sprich. Der Tod erwartet dich. Gnade. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja. Macht euren Frieden. Was unten geht's auch schon weiter. Besorgen? Oh Mann, hey. Weiß mal gar nicht, wo man anfangen soll, wo man aufhören möchte. Zack. Der Schwarm erobert alles. Was ist es diesmal? Wir packen uns ab. Sprich. Keine Gnade. Ich werde Vergeltung üben. Ja? Wir brauchen Ruhe. Ich spüre deine. Wir brauchen Ruhe. Dieser Planet gehört mir. Wir verfehlen alles. So, dann können wir da gleich noch eine hinbauen. Geht's mal ein bisschen schneller mit dem Gas. Apropos Gas, hier liegt Gas rum. So, ne, natürlich Drohnen. Ich hab doch gebaut, schon wie verrückt. Tötet sie alle! Es ist Zeit! Die Eroberung geht weiter. 3:36. Gewagt. Ich bin der Schwarm. Dieser Planet gehört mir. Wir passen uns ab. Ja. Spürt den Zorn des Schwarms. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ach, ich hab schon eine dort. Mutation abgeschlossen. Macht eure Frieden. Sprich.
Was ist es diesmal? Ich werde Vergeltung üben. Lengsk wird leiden. So sieht das doch alles schon mal gar nicht schlecht aus. Verzehren alles. Was du heute kannst besorgen? Der Schwarm erobert alles. Ich bin der Schwarm. Oh, da kommt viel. Jetzt eine Apokalypse wäre nett. Boah. Brutkapseln. Sprich. Olga! Deine Königin lauscht. Ach, geil. Ich bin der Schwarm. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich spüre deine Angst. Es ist Zeit. Okay, die Brutkapseln sind doch nicht zu unterschätzen. Die sind doch sehr, sehr geil. Energiezunahme festgestellt. Das Zerstörerfeld wird bald wieder reaktiviert. Was ist es diesmal? Der Tod erwartet dich. Ja? Keine Gnade. Wo ist denn die Kerrigan? Schieß doch. Wir verlieren alles. Über den Zorn des Schwarms. Ich spüre deine Angst. Ihr habt mich dazu gezwungen. Tötet sie alle! Du bist mir im Weg. Gewagt. Halt. Rückzug zum Schwarmcluster. Lenk wird leiden. Wir verzehren alles. Ich spüre deine Angst. Keine Gnade. Der Tod erwartet dich. Ich bin noch nicht zu viel. Spür den Zorn des Schwarms. Ihr habt mich das Atombomben-Ding nochmal. Ja, weil ich dummerweise die vorgeschickt habe, ich weiß. Oh, Kerrigan, wir müssen hier raus. Komm, ja? Nur Kerrigan retten. Wir kennen keine Grenzen. Oh je. Kerrigan, nach dem heutigen Tag werden du und dein Schwarm nie wieder eine Bedrohung für die Menschheit darstellen. Das hast du gedacht, als das Artefakt gezündet wurde, auch. Marker, das Feld ist wieder aktiv. Ich habe den Schwarm zurückgezogen. Jetzt ist es an dir. Spreche wie Yoda. Mein Rudel ist bereit, die Energiezentrale zu zerstören. Achtung, der Schwarm kann den Energien des Zerstörerfelds nicht standhalten. Unsere Streitkräfte müssen sich zurückziehen. Sprich! Eure Königin wird angegriffen! Werden angegriffen. Ich werde Vergeltung üben. Ich. Was ist es? So viel. Oh Mist. Dieser Apparat stinkt nach Feuer und Tod. Ich sollte ihn zu mir ziehen. Ich will auf jeden Fall jetzt Ultralisken bauen. 22 von 18, 14 von 12. Das sind alles mehr als genug. Hier könnten noch ein paar. 17, 21, 11, 12. Brauchen wir mal eine noch nach. Und dann noch zwei weg. Was machst du da? Zerstöre die Energiezentrale. Ja, mache ich ja auch gleich. Nur will ich das mal kurz ausnutzen, solange ich Schwarmstock.
baue jetzt mal einfach mal schnell eine Menge Zerklinge. Wir brauchen mehr Overlords. So. Ich werde sammeln. Ach so, Scheiße, heranziehen kann der auch. Was tun die denn? Das ist halt so blöd, dass man halt jetzt mit F2 nicht mehr arbeiten kann. Ich werde mich weiterentwickeln. Ich kriege mehr Essenz. Wachse. So, die Schaben sind auch immun, oder? Ja. Essenz fließt. Ich erfolge. So, jetzt der Ultralisken. Der Hacker, konzentrier dich. Zerstöre die Energiezentrale. Ja, Kerrigan, mach keinen Stress. Schnell, Herzchen. Verseuchergrube, oh Mann. Schnell jetzt, Verseuchergrube. Mutation abgeschlossen. Die Zeit gar nicht so wirklich genutzt zum Bauen. Sehr, sehr blöd. Oh, sehr, sehr blöd. Meine Aufgabe ist abgeschlossen. Ich werde zurückkehren. Wir haben das Feld beseitigt. Greift an! Mit was denn? Wir brauchen mehr Overlords. Boah, jetzt geht's ab. Lengsk wird leicht. Es ist Zeit. Was du heute kannst besorgen. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Overlords. Es wird so abgehen, wenn wir jetzt gleich die ganzen Ultralisken haben und mit denen angreifen. Du bist mir im Weg. Dieser Planet gehört mir. Also für die Mission hier ist diese Kapsel, diese Brutkapsel, denke ich, auch absolut keine schlechte Wahl. Wir brauchen mehr Mineralien. Keine Gnade. Ihr habt mich dazu gezwungen. Tötet sie. Mutation abgeschlossen. Wir kennen keine Grenzen. Dieser Planet gehört mir. Das sind die Ersten. Es ist Zeit. Sprich. Gewagt. Wir verzehren alles.
So, was wir auf jeden Fall auch noch bauen sollten, sind Hydralisken. Die kosten relativ wenig Gas. Wir brauchen die aber als Unterstützung der Ultralisken. Das Problem ist halt, dass wir mit denen halt schnell genug wieder zurück müssen, weil sonst sterben die ja alle. Ich werde die Menschheit vor dir schützen, Kerrigan. Dieser Plan ist gut. Wir kennen keine Grenzen. Mutation abgeschlossen. Wir verfehlen alles. So, kann ich schon angreifen hier. Ja, geil. Ja, dann nichts wie drauf. Drauf, drauf. Jawohl. Wir haben es geschafft. Der Psi-Zerstörer wurde vernichtet. Zagara, wie sieht's aus? Wir sind dabei, die Liga in den Palastbezirk zurückzudrängen. War das alles, was du zu bieten hast, Mengsk? War das alles? War gut genug. Das war die ganze Mission, 15 Minuten, das war ja wirklich nicht so schwierig. Also die Ultralisken in Kombination mit den Brutkapseln haben einfach alles weggerockt. Und wir hatten auch Rohstoffe ohne Ende, dann ist das wirklich lächerlich einfach. Wir spielen auch auf normal, ich weiß, aber den Brutal Guide wird es ja noch geben, wenn ihr den wollt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn nicht, dann spiele ich das mal allein für mich in Brutal durch. Okay, was haben wir denn hier alles jetzt bekommen? 20 gegnerische Gebäude vor der zweiten Aktivierung des Psi-Zerstörerfelds. Ja, haben wir gemacht. Von Kerrigan 181, von DHK 21, insgesamt 249, 38 haben wir vor der Aktivierung geschafft. Verhindern Sie in Tod von oben auf dem Schwierigkeitsgrad normal, dass DHK stirbt, während er eine Energiezentrale zerstört. Das war ja auch nicht schwierig. Okay, das war's schon mit der Mission. Es war ein relativ kurzer Part. Und storymäßig ist auch nichts Neues passiert. Rayner ist auch nicht aufgetaucht. Es gibt also wirklich nur noch einen allerletzten Part. Da kommt ja fast schon ein bisschen so ein bisschen Wehmut auf, dass jetzt der letzte Part kommt von diesem Let's Play. Aber, naja, noch ist er nicht da. Wir haben noch die letzte Schlacht zu führen, den entscheidenden Showdown gegen Arcturus Mengsk. Ich freue mich total drauf. Ich bin so gespannt, wie die Kampagne enden wird. Ja, gleich geht's weiter und ich hoffe, du bist dabei im letzten Part. Bis gleich. Ciao. Erinnert ihr euch noch? Wir haben Level 4 beendet, haben Level 5 Hallways gerade erst betreten. Doch das eigentliche Problem ist, wir haben nichts mehr zu essen. Ja, und das ist jetzt schon ziemlich dramatisch, weil wenn man nichts zu essen hat, dann verhungern die Charaktere und dann ist das Spiel vorbei. Und wir können jetzt nur hoffen, dass wir in dem neuen Level, in der neuen Ebene, in Hallways, irgendwelche essbaren Dinge finden. Ganz egal was, Schnecken, Würmer, Dreck, Schimmel, egal was, Hauptsache irgendwas, was uns am Leben erhält. Da wird dann auch die Jessica auch nicht zimperlich sein, sondern die wird dann essen müssen, was sie findet, wenn sie überleben will.